Magnifizenz, verehrte Studiendekanin Staudacher, der verehrte Senatsvorsitzende Hasenauer hat sich entschuldigt. Verehrte Ehrenträgerinnen und Ehrenträger, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Auditorium. Ich darf Sie heute alle ganz herzlich zu meiner Antrittsvorlesung begrüßen und wünsche uns allen Kurzweile und auch eine gute Unterhaltung dabei. Aus der interessierten Öffentlichkeit erreichen uns immer wieder Fragestellungen wie, werden wohl die Weihnachtsbäume heuer die Nadeln früher verlieren, als sie es letztes Jahr getan haben? Oder in meinem Garten steht ein Baum, der wirft gerade die Blätter ab, was kann ich dagegen machen? Oder vielleicht im Nachbarsgarten steht ein Baum, der stört, was kann ich dagegen machen? Natürlich muss ich sagen, als Förster haben wir eine ganz universelle Ausbildung, aber genau die Beantwortung dieser Fragestellung gehört nicht so ganz in unsere Kernbereiche der Forschung und Lehre. Und genau diese möchte ich Ihnen im Folgenden ein bisschen näher bringen. Die Kernbereiche, die drei Kerndisziplinen unserer Forschung und Lehre sind im Grunde die Waldinventur, das Waldwachstum und die Biometrie. Im Bereich der Waldinventur, da vermessen wir einzelne Bäume, die Höhe, die Dicke und auch das Volumen von einzelnen Bäumen. Wir schätzen Holzvorräte von ganzen Waldbeständen oder großen Waldlandschaften. Oder wir vermessen aber auch das Holz, was schon umgesägt ist und an der Waldstraße da liegt. Im Bereich des Waldwachstums fragen wir, wie schnell denn die Bäume in die Dicke wachsen oder in die Höhe wachsen und wie viel Holzertrag letztendlich so ein Waldbestand leistet. Die Biometrie oder Biostatistik ist eine ganz eigenständige Disziplin und das Wort Biometrie ist aus den beiden griechischen Wörtern Bios, das Leben, und Metron, der Maßstab, zusammengesetzt. Also wir sind Maßstab des Lebens oder vermessen das Leben beziehungsweise Lebewesen und bei uns sind diese Lebewesen eben die Waldbäume. Analog dazu eben in der Medizinstatistik oder Medizinbiometrie vermessen dort die Biometer den Menschen mit all seinen Gebrechen und wir tun das eben für die Waldbäume. Die Biometrie stellt nun aber auch, wie man sieht, so ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen den beiden Disziplinen der Waldinventur und Waldwachstumsforschung dar, indem wir Hypothesen formulieren, die dann statistisch abtesten, indem wir unbekannte Zufallsvariablen vorhersagen oder schätzen, wie zum Beispiel den durchschnittlichen Holzvorrat im Leerforst und indem wir effiziente Regressions- oder Ausgleichsmodelle entwickeln, um Prognosen für allerlei stochastische Zufallsprozesse in Raum und in Zeit zu liefern. Innerhalb unseres Departments für Wald- und Bodenwissenschaften sind wir sicherlich zahlenmäßig nicht das allergrößte Institut, aber wir ergänzen uns alle mit unseren Profilen sehr gut und uns gelingt es uns, dass wir alle unsere Kerndisziplinen ganz gut abdecken. Die Sonja Wosbennig ist eine ausgesprochene Expertin auf dem Gebiet der Waldwachstumsforschung, insbesondere auf dem Gebiet der Waldwachstumssimulation. Und es freut mich ganz besonders, dass sie gerade im Begriff ist, erfolgreich auch ihre Habilitation an der BOKU abzuschließen. Und sie hat auch damit begonnen, das für uns wichtige Feld der Dendroökologie gerade für uns neu zu erschließen. Mit den Methoden der Dendroökologie ist es beispielsweise möglich, rückwirkend anhand von Jahrringserien oder Jahrringbreiten das Klima zu rekonstruieren oder zum Beispiel zu untersuchen, ob sich vielleicht jetzt die Baumgrenze nach oben oder nach unten verschiebt, wenn denn was mit unserem Klima passieren sollte. Ja. Ich bin dann ganz, ganz stolz, dass wir mit Otto Eckmöhner auch ein echtes BOKU-Urgestein in unseren Reihen haben. Der Otto ist ein ausgewiesener Fachmann in allen drei Bereichen, in der Waldinventur, Waldwachstum und in der Biometrie. Und Otto hat sich auch seine Meriten verdient, als es dann gerade damals in der hitzigen Diskussion um die Waldsterbensforschung darum ging, diese mit empirischen Forschungsergebnissen zu bereichern. Der Tim Ritter ist im letzten Jahr zu uns als Senior Researcher, also neudeutsch Seniorenforscher, zu uns gekommen.
Und er ist ein ausgesprochener Experte im Bereich der Stichprobenverfahren zur Waldinventur. Der Tim ist auch von der Universität Göttingen gekommen und ich muss ganz gestehen, dass ich ein ganz bisschen erleichtert bin, dass ich nicht mehr der einzige Piefke jetzt bei uns am Institut bin. Ja, die Helga Fellner ist leider heute krank. Sie hat, wir wünschen ihr alles Gute und gute Besserung. Sie forscht im Moment zusammen mit dem Gerald Dörnberger in einem Projekt, was mich besonders freut, von unserem Emeritus Hubert Sterber über die Wuchsleistung von Fichten- und Lärchenmischbeständen. Und die beiden erforschen insbesondere, ob Fichten und Lärchen zusammen in einem Wald vielleicht sich gegenseitig so günstig beeinflussen, dass sie mehr Ertrag leisten, als wenn die Fichten und Lärchen getrennt in Waldbeständen stehen. Gerald Dörnberger forscht, wie gesagt, auch zusammen mit Helga Fellner in dem besagten FEF-Projekt unseres Emeritus. Und der Herr Dörnberger hat auch sehr als Universitätsassistent geholfen, die computergestützte Lehre bei uns im Institut, gerade im Bereich der Biometrie, mit aufzubauen. Der José Groff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt von der Sonja und dabei erforscht er gerade, in welchem Ausmaß sich denn die Waldgrenze vielleicht verschieben könnte, nach oben oder nach unten. Die Viktoria Eiser ist von Haus aus Biologin, also wir sind ganz offen, auch für andere Disziplinen, und sie unterstützt uns momentan sehr mit dem Aufbau der computergestützten Lehre und hoffentlich gelingt es uns nun auch, die nötige Förderung für ein Forschungsprojekt zu gewinnen, dazu an späterer Stelle noch mal mehr. Marcel Schwarz ist jetzt gerade am Wochenende zu uns eingeflogen. Er stammt aus der Region um Altvorderösterreich und er wird bei uns neue Messtechnik zum Laufen bringen am Institut. Ja, Renate Niestel arbeitet bei uns im Sekretariat und sie schafft es, dass bei uns alles rund läuft. Also sie managt das organisatorische Zusammenspiel zwischen den ganzen Lehrveranstaltungen und Prüfungsterminen und hilft uns auch bei der Ressourcenverteilung und bei der Überwachung des Budgets. Und ich bin sehr dankbar, dass wir sie haben und dass sie es schaffen, das Ganze am Laufen zu und vor allen Dingen, dass es rund läuft bei uns am Institut. Ja, wie Sie sehen, gibt es leider von Josef Paulitsch gar kein Porträtfoto. Das hat einen Grund, und zwar, weil unser Beppo Paulitsch ohne Rast im Dauereinsatz ist. Er kam auch eben gerade wieder rein von seinem Außeneinsatz. Der Beppo Paulitsch organisiert selbstständig die Stichprobeninventur im Lehrforst mit über 500 Stichprobenpunkten, führt diese letztendlich auch selbstständig durch. Er leistet Aufmessarbeiten auf unseren umfangreichen Versuchsflächen im Wald, fährt bis nach Tirol und liest dort unsere Dendrometer aus. Er managt unser Inventar mit den umfangreichen Messgeräten und es werden nicht weniger, kann ich Ihnen versichern. Und er sorgt dafür, dass auch alles im Jahrring-Labor bei uns geordnet läuft. Darüber hinaus engagiert er sich in der Selbstverwaltung sehr und pflegt noch unsere EDV. Also ich denke, Sie können jetzt verstehen, dass ich sehr erleichtert bin, dass es gelungen ist, dass der Beppo Paulitsch jetzt endlich Nachwuchs bekommen hat, und zwar im Rudolf Feichter. Der Rudi Feichter konnte sich auch schon sehr gut in seine neuen Aufgaben einarbeiten, zusammen mit dem Beppo Paulitsch. Und weiters beschäftigt er sich gerade auch damit, eben unsere neuen Messtechniken zum Laufen zu bringen, die wir gerade angeschafft haben. Dazu späterer Stelle noch mehr. Für uns alle ist es eine Riesenfreude, dass der Übergang bei uns am Institut quasi Hand in Hand geht und dass eben unser Emeritus Hubert Sterber noch in voller Schaffenskraft steht. Nicht nur, dass er sich in der Lehre ganz großartig engagiert und diverse Wahllehrveranstaltungen anbietet, er betreut auch noch intensiv Master- und Bachelorarbeiten und last but not least leitet er eben das besagte FEF-Forschungsprojekt und betreut darin auch die Doktoratsstudien von Helga Fellner und dem Gerald Dörnberger. Ja, ich selbst freue mich sehr, dass ich bei euch am Institut gelandet bin da super glücklich und bin auch schon gespannt auf unsere neuen Aufgaben, die wir jetzt zusammen in Angriff nehmen. Ja, nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, unsere Arbeitsfelder ein bisschen genauer vorzustellen. Im Bereich der
Waldinventur. Da fragen wir ganz einfach, wie viele Bäume im Wald stehen. Weil das dann eben so viele Bäume im Wald sind, ich habe hier jetzt bewusst auch nur einen kleinen Ausschnitt gewählt, ziehen wir Stichproben. Das heißt, wir gehen nur an bestimmte Orte, machen da kleine Probekreise und zählen darauf die Bäume und rechnen das quasi dann hoch. Aus produktionsorientierter Sicht interessiert uns natürlich aber, wie groß die Rohholzreserven im Wald sind. Und mit Hilfe der Fernerkundung und optimierten Stichprobendesigns können wir dann schon mal im Vorhinein schauen, ob es sich denn überhaupt lohnt, dass wir in dem Wald so eine Stichprobe anlegen, weil wir ja aus der Fernerkundung schon sehen, dass da vielleicht an einem Ort gar kein Holzvorrat ist. Dann brauchen wir da auch keine Stichprobe anlegen. Es besteht nicht nur Interesse am Holzvorrat, sondern auch natürlich heute an energetisch nutzbaren Biomasseressourcen. Und im Kontext der globalen Erwärmung müssen wir auch den Kohlenstoff ganz einfach quantifizieren, der in unseren Waldbäumen gebunden ist. Dass natürlich auch der Boden da eine bestimmte Rolle dazu spielt, ist auch klar. Speziell hier bieten uns dann aber ganz genaue 3D-Modelle, zum Beispiel aus dem Flugzeug getragenen Laserscanning, in Verbindung noch mit anderen Fernerkundungsressourcen ganz neue wertvolle Informationsgrundlagen. Im Feld der Waldwachstumsforschung nun untersuchen wir im Grunde, wie viel Holz pro Zeiteinheit zuwächst und wie stark sich wohl diese Zuwachsmenge in Abhängigkeit einer sich ändernden Umwelt wohl verändern mag. Als Förster haben wir ein ganz spezielles Maß, um die Ertragsfähigkeit von Waldstandorten zu messen, und dieses Maß nennen wir Bonität. Und die Zusammenhänge zwischen der Bonität und verschiedenen Umweltvariablen, wie zum Beispiel auf der linken Seite, die sind meist nicht linearer Natur, also das sind keine geraden Gleichungen. Dabei beachten wir dann meistens auch oder beachten wir immer keine physikalischen Naturgesetze, sondern das sind eigentlich stochastische Zufallsprozesse da draußen, die wir beobachten. Und die haben einen großen Teil nicht erklärbaren Rauschen ganz einfach. Wenn man diese Phänomene dann mit echten nichtlinearen Funktionen, ein paar wenigen Parametern erklären will, stößt man dann schnell an seine Grenzen. Und deswegen haben wir heute moderne Instrumente wie zum Beispiel additive Spline-Regression, die unsere Phänomene sehr gut aus den Daten herauskitzeln können und die Daten sehr schön glätten können. Ja, zum anderen verfügen wir heute zum Glück aus dem großflächigen Waldinventuren über eine Menge Daten, die wir heranziehen können, um diese Phänomene zu erklären und zu modellieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich heute nur noch mit der modernen Statistik die Daten sprechen lassen. Wir sind natürlich nicht nur an Prozessen in der Zeitdimension interessiert, sondern auch an Interessen, an Prozessen im Raum, wie sich diese wohl im Raum fortpflanzen. Und gerade dafür bemühen wir dann Methoden der Geostatistik, um quasi diese Vorhersagen, die wir machen, für bestimmte Zusammenhänge in den Raum zu interpolieren. Ein Baum selbst kann nun schnell wachsen oder er kann langsam wachsen. Es kann mit ihm aber eigentlich auch was ganz Furchtbares passieren, nämlich er kann ganz absterben. Und dann ist er tot. Um das Absterben der Waldbäume zu prognostizieren oder deren Lebensdauer genauer gesagt zu prognostizieren, kommen wir nun mit normalen Waldinventuren nicht weiter, wo wir in der Regel alle 10 Jahre nur einen Ort besuchen und schauen noch, ob die Bäume leben oder nicht. Dafür benötigen wir dann vielmehr zum Beispiel das Intensivwaldmonitoring, wie es am BFW gemacht wird, dem Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft. Auf der rechten Seite sehen wir jährlich wiederkehrende Beobachtungen verschiedener Bäume an einem ganz bestimmten Ort in Südwestdeutschland. Also wir sehen quasi die Lebenslinien beispielsweise. Und bei manchen hört diese Lebenslinie auf, markiert durch die roten Punkte. Und an der Stelle sind die Bäume infolge von Trockenstress oder von Hitze gestorben.
Dann gibt es wieder andere Bäume, wo die Lebenslinie aufhört, aber kein roter Punkt ist. Die Bäume sind einfach plötzlich gestorben, unter Schneelast zusammengebrochen oder vom Blitz getroffen, ganz einfach, also ganz plötzlich gestorben. Dann gibt es wieder andere Bäume, da endet deren Lebenslinie am Ende nicht, sondern nur eben mit der letzten Beobachtung. Ja, das ist jetzt für die so ein bisschen blöd, weil wir kennen das, die wahre Lebensdauer von den Bäumen nicht, aber die Kenntnis, dass sie es zumindest bis in dieses Alter geschafft haben, ist für uns auch sehr wertvoll. Die Technik zur Analyse solcher Daten sind der Medizinstatistik oder Medizinbiometrie entlehnt und damit modellieren wir dann die jährlichen Absterberaten für ein bestimmtes Alter. Und wir können auch statistisch modellieren, wie sich wohl diese Absterberaten, diese jährlichen Absterbeprozente in Abhängigkeit von Umweltgrößen, wie zum Beispiel hier der Temperatursumme über ein Jahr entwickeln mögen. Ja, die Lebensdauermodelle lassen sich dann schließlich auch mit Klimaszenario-Projektionen antreiben und dadurch können wir prognostizieren, wie die Absterberaten wohl in Zukunft auch verändert sein könnten. Hier sehen wir zum Beispiel Simulationen Raumzeitprognosen von Absterberaten für die Fichte für Südwestdeutschland, getrieben von einem IPCC A1B-Szenario bis in das Jahr 2100. Man kann das machen, man muss jetzt aber da annehmen, dass diese Klimaprojektionen, die dahinter liegen, auch wirklich wahr sind. Und das weiß man natürlich heute an der Stelle noch nicht ganz. Gerade diese Ansätze wollen wir jetzt in Zukunft noch weiter verbessern und sie für Österreich auch anwenden. Und es würde uns da natürlich auch sehr freuen, wenn uns gerade jetzt unsere beantragte finanzielle Förderung dazu auch bewilligt wird, damit wir in diesem Bereich unsere Forschung beginnen können. Ja, vor nunmehr über 300 Jahren war es mit Hans Karl von Carlowitz ein Förster, der das Prinzip der Nachhaltigkeit formulierte. Und in der Neuzeit hat das Nachhaltigkeitsprinzip nun Einzug in ganz andere Bereiche unserer Gesellschaft auch erhalten und spiegelt sich auch in modernen Unternehmensleitlinien zum Beispiel wider. An der BOKO zum Beispiel ist es gelungen, auch das Prinzip in nichtforstliche Themenbereiche zu adaptieren, wie in ein nachhaltiges Personalmanagement. Von Carlowitz meinte aber in seiner ursprünglichen Formulierung die nachhaltende Holznutzung oder die nachhaltende Nutzung der Holzvorräte. In politischen Prozessen der letzten 20 Jahre und auf paneuropäischen Ministerkonferenzen wurde aber gerade dieser nachhaltige oder die Nachhaltigkeit der Holzvorräte so ein bisschen aufgeweicht und viel weiter gefasst, dieser Nachhaltigkeitsbegriff. So und schließlich auch im Rahmen dieser Prozesse mit messbaren Indikatoren und Kriterien bedacht. Heute schließen wir Förster in den Nachhaltigkeitsbegriff daher nicht nur die Rohholzvorräte ein, sondern auch zum Beispiel ökosystemare Funktionen des Waldes, wie Biodiversität oder sozioökonomische Infrastrukturleistungen, wie die Erholungsnutzung. Wir haben eingangs gesehen, dass wir mit unseren Waldinventuren nicht nur Rohholzvorräte abschätzen und inventarisieren, sondern auch Biomassevorräte oder Kohlenstoffvorräte beziffern. Trotz der Weiterfassung dieser Zielkriterien von den Rohholzvorräten hin zu sehr breiten Zielkatalogen ist es doch aber am Ende immer eine Frage, die uns besonders eintreibt, nämlich wie viele Bäume stehen denn überhaupt im Wald? Die Beantwortung dieser Frage ist deswegen so bedeutsam, weil die Beantwortung anderer Fragen eigentlich statistisch gesehen direkt auf diese Frage aufbauen. Und aus diesem Grund möchte ich Sie heute mitnehmen und in das Geheimnis um das Zählen der Bäume einführen. Davor muss ich aber einen ganz kleinen Schluck nehmen, weil mich hat die Semesteranfangsheiserkeit leicht befallen durch die große Vorlesung. Im Jahr 1968 hat Prodan die sogenannte K-Baumstichprobe eingeführt.
Sie stieß insbesondere in Südwestdeutschland auf eine ganz große Begeisterung und die Idee ist auf den ersten Blick einleuchtend, nämlich man geht an einen beliebigen Ort in den Wald hin und misst immer die gleiche Anzahl von K-Bäumen, also deswegen K-Baumstichprobe. Und der Abstand zum Kartenbaum, hier ist es der sechste Baum, der häufig in der Praxis genommen wird, der Abstand zum sechsten Baum wird als Radius genommen von einem Probekreis. Und Prodan schlug dann vor, die Anzahl der Bäume in diesem Wald ganz einfach zu schätzen durch K minus 1/2, also der Baum, der sechste Baum wird nur halb gezählt, geteilt durch diese Fläche des Probekreises. Das große Problem an dem sehr einfachen Schätzer ist, der ist riesig verzerrt. Das heißt, man trifft eigentlich im Mittel gar nicht die wirkliche Baumzahl mit diesem Schätzer. Das zweite Problem ist, dass wir gerade in Südwestdeutschland damals so viele von diesen Stichproben angelegt hatten in der Praxis. Ja, wir haben dann reichlich überlegt und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch versuchen, von diesen kleinen K-Baum-Stichproben im Wald versuchen, das Muster ganzer Waldlandschaften zu rekonstruieren. Und wenn es uns dann gelingt, das Muster quasi zu rekonstruieren, dann müssten wir doch eigentlich am Ende nur noch die Bäume auszählen in solch einem Fenster und durch die Fläche teilen. Und dann haben wir die richtige Schätzung. Gut, ja, das war die Idee. Jetzt die Frage, wie kommen wir da hin? Im Prinzip basiert der Algorithmus zur Rekonstruktion dieser Wälder auf einer ganz genauen Analyse der Netzwerkbeziehung der einzelnen Bäume. Und zwar werden die Abstände von jedem Baum zu seinem nächsten Nachbarn gemessen. Das macht natürlich der Computer, das brauchen wir nicht im Wald machen. Und gleichsam werden auch Abstände von Bäumen zu den Nachbarn höherer Ordnung, zum Beispiel zum zweitnächsten Baum gemessen, zum drittnächsten Baum, zum viertnächsten Baum. Und wenn ich 6 Bäume messe, kann ich ja maximal bis zum fünftnächsten Baum auch den Abstand messen. Aus der Punktprozessstatistik weiß man dann, dass neben diesen Punkt-zu-Punkt-Ereignissen auch Ort-zu-Punkt-Ereignissen beziehungsweise in unserem Fall Ort-zu-Baum-Abstände sehr wertvolle Informationen liefern. Gesagt, getan, der Computer installiert auf jeder Probefläche 12 Testörtchen und dann werden von diesen 12 Testörtchen auch die Distanzen von jedem Ort zum nächsten Baum gemessen. Und gleichsam wie eben für die Baum-zu-Baum-Abstände werden dann auch eben die Abstände zu dem zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Nachbarn auch noch mitgemessen. Von all diesen Distanzen kann man nun Verteilungskurven konstruieren. Verteilungskurven sind nichts anderes, als dass sie die Wahrscheinlichkeit angeben, einen nächsten Baum in einem gewissen Abstand zu finden. Zum Beispiel hier den nächsten Baum innerhalb von 5 Meter ausgehend von einem Baum zu finden, liegt bei über 80%. Auf der anderen Seite gibt es natürlich hier auch diese Verteilungskurven für die Ort-zu-Baum-Baumabstände und da ist da auch die Wahrscheinlichkeit nahezu 95%. Von ausgehend von einem beliebigen zufälligen Ort den nächsten Baum zu finden. Naja, diese Verteilungskurven kann man nicht nur für die Nachbarn erster Ordnung, sondern auch für die Nachbarn höherer Ordnung aufspannen. Schauen wir uns jetzt mal das Kernstück nochmal dieser Rekonstruktionsalgorithmen an. Das ist ein Quadrat und das besteht aus vielen kleinen Quadraten und in die sind dann diese originalen K-Baum-Stichprobenflächen aus dem Wald rein zentriert. Und es kann passieren, ich werde es gleich sagen, wenn wir jetzt den Simulator anschmeißen, dass uns die Bäume abdriften an den Rand. Und um das einzufangen, schneiden wir einfach in der Mitte, wie bei so einem großen Blechkuchen, ein homogenes Stück in der Mitte aus. Dann legen wir noch ein festes, sehr dichtes Netz von 9 Stichproben virtuell an in diesem Rekonstruktionsfenster und wir machen gleichsam so eine K-Baum-Stichprobe, wo wir die Abstände zu den nächsten Nachbarn messen und gleichsam auch diese Abstände zu den Nachbarn höherer Ordnung. Während die schwarzen Verteilungskurven noch von den originalen Stichproben aus dem Wald kamen, sind jetzt die roten Kurven
aus diesem Rekonstruktionsfenster. Und wie wir sehen, sind diese korrespondierenden Paare aus dem Rekonstruktionsfenster und die aus dem Wald sehr verschieden. Also wir haben eine große, sehr große Abweichung dazwischen. Dann können wir doch einfach sagen, dass wir genau diese Abweichung, also das Integral über diese ganzen Flächen, als Energiemaß nehmen, was wir denn im Zuge unserer Simulation minimieren wollen. Das sieht dann am Ende, wenn unsere Rekonstruktion vielleicht fertig ist, so aus, dass diese Kurven einen perfekten Match haben. Also die aus dem Wald, diese Abstandsverteilungskurven, und die in diesem Rekonstruktionsfenster. Ja, die Methoden eigentlich zu der Simulation, die kommen aus der physikalischen Statistik oder aus der theoretischen Physik. Gehen auf Gibbs zurück. Und die Simulation hier in der Anwendung geschieht entlang einer Kette von Veränderungen. Es wird im ersten Schritt eine Veränderung vorgeschlagen, nämlich dass ein neuer Baum zufällig einfach ausgestreut wird in dem Fenster. Und jetzt wird geprüft, ob sich diese Kurven, diese Verteilungskurven, näher annähern aneinander. In dem Fall haben sie das nicht, also war der Vorschlag kein guter. Und der Vorschlag wird zurückgenommen und der Baum wieder weggestellt. Jetzt wird wieder ein Baum, diesmal aber nicht hinzugestellt, sondern es wird ein Baum genommen und der wird ganz einfach gelöscht. Und jetzt wird wieder gefragt, hat sich jetzt das Muster verbessert? Also ist der Kontrast kleiner geworden zwischen diesen Verteilungskurven? In dem Fall ist er das, also bleibt der Baum auch gelöscht. Und so geht das jetzt hin und her, tausende Male, bis dann am Ende ein bestimmtes Abbruchkriterium in dieser Simulation erfüllt ist und dann wird das einfach abgebrochen. Da gibt es so Daumenregeln, dass man das eine gewisse Zeit lang Anzahl laufen lässt. Ja, wir sehen jetzt einfach auf der rechten Seite mal so eine fertige Rekonstruktion, die ist eigentlich von unserem Startfenster mit dem bloßen Auge gar nicht erkennbar, der Unterschied. Wir sehen aber, dass die Dichte, die Stammzahl pro Hektar dramatisch von unserem Startzustand abgenommen hat. Ja, wir haben diese Methode dann natürlich, da gibt es keine geschlossenen mathematischen Ausdrücke, um zu beweisen, dass die Methode exakt funktioniert. Deswegen haben wir sie in umfangreichen Simulationen getestet, an echten Stammverteilungsplänen und auch an theoretischen Verteilungsmustern. Und da konnten wir empirisch beweisen, dass sie nahezu erwartungstreu diese neue Schätzmethode ist. Also sie ist exakt und sie funktioniert. An der Stelle verzichte ich auf eine Darstellung der Ergebnisse. Sie müssen das jetzt einfach glauben, dass das funktioniert. Ja, manchmal sind die Bäume, die wir draußen im Wald zählen wollen, das sind ganz besondere Bäume, wie zum Beispiel dieser ökologisch wertvolle Habitatbaum. Mancher wird sagen, zum Glück sind die selten, weil wir wollen ja mit dem Wald natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und wenn der Wald aus solchen Bäumen bestehen würde, hätten wir es damit sicherlich schwieriger. Ja, die Bäume sind selten und weil die Bäume so selten sind, darf man dann nicht auf einem Ort stehen bleiben und quasi warten, bis einem so ein Baum entgegenspringt, weil man muss die Fläche schon ein bisschen absuchen. Gesagt, getan, die Heidi Beule, eine ehemalige Kollegin, ist dann entlang von Linientransekten durch ein großes FFH-Naturschutzgebiet gelaufen und sie hat alle Bäume gezählt, die sie links und rechts entlang dieser geraden Wegstrecke sehen konnte. Und sie ist dann zu den Bäumen hingelaufen, hat dann mit einem hochgenauen GPS-Gerät die Koordinate erfasst und dann ist dieses Muster hier resultiert. Ja, dann ist aber was passiert und zwar entlang dieses Langlaufen hat die Heidi ja nicht alle Bäume gesehen, sie hat bestimmt ganz, ganz viele übersehen, weil die ja von dichten Astwerk oder von Felsbrocken oder von der Topografie ganz einfach verdeckt waren. Ja, und so sieht dann beispielsweise dieses Muster aus, was da resultiert ist, abhängig davon, wie weit die Bäume entfernt standen. Und Bäume, die ganz nah auf der Transektstichlinie standen, die hat sie natürlich alle gesehen, weil sie ja quasi gegengelaufen ist. Und Bäume, die weiter weg standen, hat sie eben sehr selten beobachtet. Wir haben uns jetzt aber darüber gar nicht groß geärgert, dass die Heidi eben die Bäume alle übersehen hat oder viele Bäume übersehen hat, je weiter die weg sind, weil wir genau diese
diesen Prozess des Übersehens ja sehr schön modellieren können. Und in dem Fall ist das auch ein Gauss-Prozess, wie man sieht, so, oder der halbe Arm von einem, von einer Gauss-Dichte. Ja, und wenn wir das so modellieren können, dann können wir auch wieder korrekt schätzen, wie viele Habitatbäume das denn in der ganzen großen Fläche gibt, weil wir quasi wissen, wie viel Luft uns hier oben über dieser Kurve da fehlt. Ja, von der Praxis wurde vorher auch noch eine wichtige Hypothese mit auf den Weg gegeben, und zwar, dass diese wertvollen, ökologisch wertvollen Habitatbäume in Klumpen oder in Gruppen zusammenstehen. Und das wollten wir näher untersuchen, weil es nämlich, gewünscht war, dass diese Gruppen genau abgegrenzt werden. Also einmal zum Schutz dieser Habitatbäume natürlich, dass der Förster die nicht umsägt, aber natürlich auch zum Schutz der Schwammerlsucher, dass nicht auf einmal ein toter Ast von oben runterfällt auf den Schwammerlsucher. Und ja, wir haben dann diesen Rekonstruktionsalgorithmus so ein bisschen weiterentwickelt und haben dann hunderte von Simulationen gemacht und diese Muster dann analysiert. Was dabei dann rauskam, war sehr interessant, nämlich, dass diese Gruppen, diese Habitatbaumgruppen eigentlich nur so Scheingruppen sind. Und diese Klumpungen resultieren eigentlich nur daher, dass die Bäume in einer unterschiedlichen Dichte dort in dem Wald stehen. Also es gibt überall so ein Kontinuum, dass welche stehen. An manchen Stellen stehen die bloß ein bisschen dichter. Ja, in unserer Arbeit konnten wir dann auch natürlich anhand von echten Baumverteilungsmustern, die wir ganz kannten im Nationalpark Hainich, genau die gleichen Prozesse dann wiederfinden, die wir da auch aus diesen Rekonstruktionen dann analysiert haben. So, jetzt muss ich davor noch einen großen Schluck nehmen, und zwar vor dem Inventurverfahren, das so ein ganz bisschen ähnlich ist wie diese Linientransitstichprobe und auch zu ausgedünnten Punktmustern oder Baummustern führt, nämlich die Bitterlich-Relaskop-Stichprobe. Bei der Bitterlich-Relaskop-Stichprobe, da wird ein Baum gezählt, wenn sein Abstand zum Betrachter näher ist als der halbe Durchmesser des Baumes, geteilt durch den Sinus von dem halben Öffnungswinkel des Relaskop-Instruments. Ja, das Bitterlich-Verfahren resultiert dann auch in so aus, je nachdem wie breit der Öffnungswinkel dieser Visiereinrichtung ist, in ausgedehnten Punktmustern. Zum Beispiel sieht man dann hier, dass Bäume, die zwar recht nah dran stehen, aber sehr dünn sind, dass die einfach nicht von dem Relaskop erfasst sind. Ja, der Clou eigentlich des Relaskops ist aber ein ganz anderer, nämlich, dass man die Anzahl der gezählten Bäume einfach nehmen kann und mit einem konstanten Zählfaktor multiplizieren kann und dann eine genaue Schätzung von der Querschnittsfläche der abgeschnittenen Bäume bekommt. Ja, und wenn man die Querschnittsfläche der abgeschnittenen Bäume hat, braucht man die ja eigentlich nur noch mit einer Baumhöhe multiplizieren und einem Abformigkeitsfaktor, weil ja unsere Bäume keine Walzen sind, und schon hat man den Holzvorrat im Wald. Das ist der ganze Clou auch dieser Stichprobe. Ja, das, so sieht das dann anhand eines Stichprobenpunkts mal aus. Zum Beispiel diese beiden Bäume hier sind dann eben nicht von dem Relaskop erfasst worden. Die Idee ist genial, das Verfahren perfekt, wenn da jetzt nicht nur Faktor Mensch wäre. In solch einem Verhau wie jetzt auf der rechten Seite, wo der Rudi Feich da gerade hervorwinkt, oder vielleicht denkbar hier in diesem dichten Buchenunterwuchs, ist es natürlich sehr schnell möglich, dass man, wenn man mit dem Relaskop arbeitet, vor allen Dingen vielleicht auch wenn man alleine durch den Wald geht, dass man einige Bäume übersieht. Ja, wenn man jetzt ganz kühn ist und Ritter heißt, dann sagt man sich, das Übersehen der Bäume ist jetzt gar nicht schlimm, wenn ich denn im Nachhinein in der Lage bin, vielleicht diesen Übersehensfehler zu korrigieren. Ja, die Idee war dann, die Bitterlich-Stichprobe und diese Theorie über die Distanzstichproben, die ich eben gerade erläutert habe, zu versuchen, miteinander zu kombinieren. Gesagt, getan. Es wurde ein neuer Schätzer entwickelt und dieser an umfangreiche Simulationen
getestet und der erwies sich tatsächlich als erwartungstreu. Also er funktioniert, dieser neue Schätzer, und trifft im Mittel auch wirklich die wahre Dichte. Der traditionelle Schätzer kann gerade, wenn es sich um seltenere Bäume handelt und wenn die Sichtverhältnisse nicht gut sind und die Gefahr eben des Übersehens gegeben ist, zu sehr starken Unterschätzungen führen, wie wir hier jetzt sehen. Mir ist jetzt aber ganz wichtig, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass das Bitterlichverfahren selbst keinen Fehler hat, sondern es geht hier allein um den Fehler, den menschengemachten Fehler des Übersehens. Ja, man kann sich leicht vorstellen, dass bei sehr dichtem Unterwuchs von Buchen vielleicht auch so ein Laserscanner so große Probleme hat, Bäume zu entdecken, weil der Laserscanner kann ja nicht durch das dichte Blatt- oder Astwerk hindurchschießen. Ein Umsetzen des Scanners, vielleicht auf die Rückseite von einem Stichprobenort, kostet Zeit und die ganze Apparatur muss wieder aufgebaut werden. Mit den gleichen Methoden, wie ich sie eben gerade vorgestellt habe, ist es nun einer internationalen Forschergruppe um unseren Kollegen Tim Ritter gelungen, auch solchen Laserscannern das korrekte Zählen der Bäume dann beizubringen, mit im Prinzip den gleichen Methoden. Ja, wir haben ganz lange diskutiert bei uns am Institut, was wir jetzt mit den Investitionsmitteln machen, die wir aus der Berufungszusage dankenswerterweise erhalten haben. Und schlussendlich haben wir uns dazu entschieden und ein Herz gefasst, dass wir neue Mitarbeiter einstellen. Also wir haben neue Mitarbeiter, und zwar auf der linken Seite die Mitarbeiterin, es hat schon gerade angefangen. Und bezüglich des Mitarbeiters auf der rechten Seite führen wir gerade noch unsere Auswahlgespräche. Ja, frei nach Humboldt ist die Forschung nichts ohne die Lehre und die Lehre ist nichts ohne die Forschung. Unsere Lehre ist praxisnah. Wir gehen mit den Studenten direkt in den Wald, üben am Baum. Und mit dem Lehrforst und dem angeschlossenen Bildungszentrum haben wir da hervorragende Infrastruktur auch draußen. Unsere Lehre ist interdisziplinär. Zusammen mit den Waldökologen fahren wir in die Gahl und dann untersuchen wir oder vermitteln dann varianzanalytische Methoden, um beispielsweise den Studenten zu vermitteln, ob der Boden vielleicht unter Fichten versauert sein könnte. Ja, unsere Lehre ist international. Wir sind im Masterstudiengang Mountain Forestry sehr präsent vertreten. Und ja, Computer, und unsere Lehre ist auch computergestützt. Wir zeigen den Studierenden, dass man eben mit dem Computer eben noch viel mehr machen kann als Facebook. Und die Veranstaltungen sind alle manchmal, ja, leider geht das so ein bisschen zulasten der Anfassbarkeit, ein bisschen methodenorientiert, denn wir wollen eigentlich statt Bauchgefühl und Götterblick, wollen wir Methoden zum Messen, Schätzen und Testen ganz einfach vermitteln. Und letztendlich wollen wir natürlich auch für unseren akademischen Nachwuchs auch das methodische Rüstzeug vermitteln, welches dann eben ein junger empirischer Wissenschaftler benötigt. Ja, ich habe es eben gerade schon einblinken lassen. Alle unsere, nahezu alle unsere Lehrveranstaltungen üben wir mit der freien statistischen Programmiersprache R. Und ich muss gleich hinterher schicken, dass ich mich da eigentlich so fühle, als wenn ich Eulen jetzt nach Athen natürlich trage, denn die verantwortliche R-Vereinigung für das statistische Rechnen hat ihren Sitz hier in Wien an der Wirtschaftsuni. Und zum Segen der BOKU ist der Kollege Friedrich Leisch ein prominentes Mitglied des Kernentwicklungsteams der R-Sprache. An dieser Stelle Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank auch, Herr Leisch und Ihren Kolleginnen und Kollegen, für die fruchtbare Starthilfe, die Sie uns gegeben haben. Dank Ihrer Unterstützung ist es uns nun wirklich auch gelungen, dass wir mittels eher im Prinzip alle Online-Hausübungen, Abschlusstests und alles, was dazugehört, auch mit den zugehörigen Paketen administrieren können. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon fast am Ende, möchte hier auf die neueren Artikel zum Nachlesen hinweisen. Hier gibt es so ein paar Artikel, die sind so mittelalt, und dann so ein paar ältere Arbeiten, und möchte ganz am Ende meines Vortrags erstmal Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und allen WAFO-Kollegen aus unserem Institut und allen Unterstützern und Partnern ganz herzlich danken, die uns bisher begleitet haben und hoffentlich dies auch noch in Zukunft machen werden, und natürlich unseren Familien und Freunden danken.
Ganz herzliches Dank geht auch an das Veranstaltungsmanagement, dass Sie es geschafft haben, heute also für unsere Antrittsvorlesung diesen schönen, würdigen Rahmen zu schaffen, und an Frau Ingeborg Sperl, die das nette Heftlein produziert hat und mit uns diese schönen Interviews geführt hat. Ja, Ihnen ganz herzlichen Dank dafür.